Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Advanced Adventure. Letzte Folge bin ich hier bei den Trainern stehen geblieben und jetzt geht's auch direkt weiter. Wasserkurs. Oder wie auch immer das auf Deutsch heißt. Wieder ein Doppelkampf. Was hat der Typ mit Doppelkämpfen gehabt auf der Route? Ist ja eigentlich egal, wenn ich angreife. Kabuto, Level 20. Ich würde gerne mal wissen, wo das hinführt. Oh. Sieht nach... Nein. HM02. Okay. Das ist zu was? Ich glaube, ist es nicht Cut? TMK ist open. Fly. Ach Mist. Not able. Na toll. Naja. Weiter geht's. Die wieder Doppelkampf, okay. Die immer mit ihrem Bedroher, als nervt langsam. Rollout. Oh, gehabt. Self-Destruct. Ja, toll. Was ist das? Also, ich weiß, was es ist. Es ist eine rhetorische Frage. Nur so nebenbei. Keine Ahnung, lohnt sich nicht eigentlich. Ach, da hätte ich doch Ember einsetzen. Ich vergesse mittlerweile schon, dass es eigentlich ein Feuer-Pokémon ist. Also Flamebeer. Ember habe ich ja gar nicht mehr. Okay. Das war's mit der Trainerin. Werde ich kurz reingehen. Ah, da geht's lang. Damit es nicht ganz so lange dauert, mache ich das mal eben so. Ach Mist. Zu früh B gedrückt. Ich drücke immer B, damit ich den nicht aus Versehen nochmal anspreche. Kann ich mal hier runter gucken, was hier so ist. Noch ein Trainer. Das ist einfach nur ein anderer Weg. Kann ich euch schnell machen. Waterproof auf Combusten oder wie auch immer man das ausspricht. Und Rollout auf das andere. Quilava, keine Ahnung. Quilava. Okay, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich hier hinten gucken. Dann noch was ist genau hier. Da war natürlich klar, dass da mir irgendwas begegnet, aber... Nerv nicht. Takedown. No. Ja. Takedown ist jetzt... Yes. Nö. Brauche ich nicht. Yes. Also ist, glaube ich, Body Slam. Ach, da unten ging es auch lang. Na toll. Ah, geht sowieso nicht. Ne, da unten ging es nicht lang. Ist hier überhaupt was oder ist es wieder nur so ein typischer Scherzweg? Ein typischer Scherzweg, okay. Aber man will ja nichts unerkundet lassen. Schaffe ich es? Nein. Ich schaffe es nicht.
Und los. Ah, ich hätte unten lang gehen, aber lang gehen können meine ich natürlich. Da war ich. Dann bin ich wieder hier. Wo führt das hin? Bestimmt wieder nirgendwo hin. Und ich renne trotzdem den Weg. Ist natürlich typisch. Aber man weiß halt nicht, was man verpasst. Das ist mein Problem. Ist dort was? Also die Encounter Rate oder wie auch immer. Begegnungsrate hätten die runtersetzen können. Oder der, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wer das alles gemacht hat. Es ist ganz am Anfang des Let's Plays. Stand es ja da, wer es gemacht hat, aber. Mann. Jetzt habe ich schon eine Minute verschwendet, hier irgendwelche Wege zu laufen, die nichts bringen. Mist. Bitte lass mich jetzt hier durch. Danke. Okay. Ich verstehe es noch nicht. Was für Doppelkämpfe, Mann. Also nicht, dass ich Doppelkämpfe jetzt schlecht finde, aber man ist es nicht gewohnt. Okay. Ach, jetzt ist es Typ Wasser. Oder? Nein, nicht Komet Punch. Ach, was will die? Beetle. Da kann ich ja mal mit Flame Wheel gegen machen. Dustox, keine Ahnung, was das ist. Ach, Pudox. Ja, Dustox, nicht Dustox. Das ergibt schon mehr Sinn. Ist eine ziemliche Trainerroute. Hab ich eigentlich Kabuto ist mein Pflanzen-Pokémon. Sozusagen. Pikachu vielleicht. Na, Pikachu macht ja schon eher mehr Schaden. Bitte schlaf jetzt nicht ein. Yes. Ich hab's ja nicht gelesen, was er reinsendet, aber sendet. Okay. Hauptsache schön viele KP, dass ich irgendwas anderes außer richtige Attacken abgezogen. Danke. Toxin schlägt zu und ist noch verwirrt. Propius Level 19. Geht's hier irgendwo hin? Endlich mal ein Item. Haut sie bitte, nein. Super Potion. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Hier runter, dann geht es wahrscheinlich hier weiter. Da geht auch wieder ein Weg lang. Wäre aber wahrscheinlich sinnlos gewesen, den zu laufen. Okay, das ist nichts. Aber hier ist. Okay. Den Nebel haben sie auf jeden Fall verkackt. Mein armes Gengar! Was hat.
haben sie mit dir für schlimme Dinge getan? Wer bist du? Sag bloß, du bist Nick, der über den jeder redet. Nick! Du musst uns helfen. Clean kam und nahm viele Leben unseres Dorfes, nicht nur das. Er nahm auch die Pokémon und vergiftete sie mit irgendeiner Droge. Das kann ich nicht vergeben, oder wir. Rette uns und Gengar und für immer you will live, ja. Das hat er jetzt nicht gesagt, aber... jetzt die fröhliche Pokémon-Center-Musik. Aber ich muss anscheinend jetzt gegen Nil kämpfen. Wer ist das da? Ach, das ist wahrscheinlich wieder ein TM. HM, also VM. Was ist das jetzt? Kann ich ja da nachlesen. Habe ich in der letzten Stadt... Nee. In der letzten Stadt gab es, glaube ich, keinen, der mir ein Pokémon schenken wollte. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Wer ist das? Mhm. Das war's anscheinend schon. Jetzt muss ich anscheinend gegen ihn kämpfen. Lass mal schauen. Ah, steht wie immer nichts drauf. Nick, du schon wieder? Du gibst nie was auf, oder? Ich werde dich vernichten. Genau hier, genau jetzt. Nass lief, okay. Nein! Ich hatte noch irgendwie im Kopf, dass die Feuerattacke oben ist. Aber dem ist anscheinend nicht so. Scholtchen. Gegen Elektro habe ich jetzt nichts Direktes. Ich könnte aber mit Kabuto. Level 31. Ich dachte, das ist der Boden. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, das kann was werden. Bitte. Bitte triff es. Nein. Triff es jetzt. Komm. Ja, danke. Keine Ahnung, was ich gegen das Scholtchen machen soll. Ja. Das ist gut. Ich müsste jetzt gewinnen. Yes. 981. Alles klar. Noctowl ist... Also Owl ist wahrscheinlich Flug-Pokémon. Noctus... Nee, nicht Noctuska, das ist einfach Noctu. Wallout würde gehen. Ich halte vielleicht sogar Wallout für die bessere Entscheidung. Okay, das spielt auf Zeit. Das war doch nicht die beste Entscheidung. Also, es spielt jetzt nicht auf Zeit, aber man braucht Zeit, damit die Attacke gut wird. Hypnose. Ich kann's probieren. Ja, okay, die Runde hättest du jetzt nicht schlafen müssen. Aber dafür. Tschüss. Nammel. Und das ist natürlich gut. Was ist unmöglich? Du hattest Glück. Du musst besser beten, weil ich dich jetzt verfolgen werde oder dich holen werde oder was auch immer. Jetzt kann ich meine Pokémon heilen. Und noch mich ein bisschen in der Stadt umschauen, falls hier noch was ist. Ich glaube nicht. Fly könnte ich jetzt mal ein Pokémon beibringen. Warte mal gucken, was man sich hier so kaufen kann. Aber hier steht niemand. Superball. Supertrank.
zu Geld habe ich ja eigentlich genug. Hol ich mir mal ein paar Superbälle. Beleber wären vielleicht auch mal ganz praktisch. 10. Ein kleiner Schutz. Superschutz sind ja sowieso die besten. Also Preis-Leistung her. Aber 15 Minuten sind voll. Das heißt, das war's mit der Folge von Pokémon Let's Adventures. Tschüss.